Bratpfannen hier neben mir, die Gulaschhälse da, die haben bis 3:30 gefeiert. Das ist irgendein Jojo-Verein aus Buxtehude, die hier erste Mal mit Uso ohne Mama Party machen können. Ich war gerade ganz kurz am Überlegen, einen Spielmannszug, einen 60-Köpfigen einzuladen und den hier eben durchmarschieren zu lassen. Gurkenhälse, wirklich, da kann man sich nicht vorstellen. Tisch und dann auch noch das Bett, da brauche ich ja gar nicht drüber reden. Der Nebel lichtet sich. Was war da los heute Nacht, du? Das war heftig, oder? Oh, da war ich nicht mal. Wenn heute Nacht wieder passiert, klingeln, klasse. Die dumme Idee, auf den Teleshopping was bestellen, guck dir das an! Ja! Udo, das muss auch auf dem Rasen und nicht auf die Hände. Ja, hättest du mir auch vorher sagen können, dass ich Handschuhe anziehen muss, weil das so farblich ist. Was hast du denn? Seht ihr, hey, wir haben Vereinsbulli und wir müssen 2 Kilometer laufen. Warum bist du denn so sauer? Ey, weißt du, wie schwer diese Scheiße ist? Und dann kriegst du das Antwort von dir. Ja, bei der dir ist ein... Wichtig im Trainingslager. Der Janosch und ich haben immer Fernseher mit. Und Xbox. Und zocken dann ab. So läuft das. Ja, das nützt nichts. Wir müssen ja am Training bleiben. Das ist die Frage. Hey. Also ich habe schon vieles erlebt, ganz viel. Kaufst einen Vereinsbulli und er steht hier in der Sonne und der ist freut, oder was? Wo schläfst du denn? Aber Wilfried, wo ist der denn? Hier. Die Trainer haben gesagt, ich muss nicht so viel machen. Ich kann ein bisschen individuell, ne? Ich muss mit Dünenläufe machen. Er hat zu mir gesagt, ich muss nicht laufen. Fico, ey. Ich brauch so eine Schere. Ja, mir ist doch nicht dein persönlicher Assistent. Du kannst mir doch nur eine Schere geben. Ja. Du bist wie ein kleines Kind, bist du. Udo, denk dran, ich muss gleich laufen. Ja, du musst nicht laufen. Ich kenn dein Denken. ich bin schon angeschrieben. Ich bin fix und fertig, ganz ehrlich. Wir sind hier gerade 3-mal im Berg hoch, Dünen. Ich merke das jetzt gerade echt schon. Ich bin so ein bisschen jetzt schon an meiner Grenze und wir trainieren seit 2 Stunden. Harry Knitter. Setz dich da hin und pack dir die Brennnessel. Hier. Ist das eine dumme Suppe, ne? Hier. Der ist gut. Du bist so blöd. Liebe Leute, wenn ich hier so sitze und meine Augen zukneife, heißt es was in Ostfriesland, René? Das Trichterhut schuld ist. Das Trichterhut schuld ist und die Sonne scheint. Die Auffahrt meiner Nachbarn sollte fertig gemacht werden. Das sollte diesen Samstag passieren. Alles war geplant, alle hierher kamen, sahen meine Augen das. Ich kam hier also an und ich sah einen 15-Tonnen-Bagger hinten versunken im Sand. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hat Severin das geplant? Oh. Bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Ich habe eben eine Frage. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir wollten doch die Auffahrt der Nachbarn fertig machen, richtig? Mario und der gute Dominik waren hier auch bei mir zu reißen. Die haben mir ein paar Kleinigkeiten fertig gemacht, die zwei. Ich bin gerade echt verwirrt. Schön. Wo wolltest du gerade hin? Ich wollte zum Raumschiff, ich wollte an Hollywood hin, ich bin zum Elton John Konzert. Sag da nichts, steht da hinten, ich denke an der Note. Wilfried hat sich Cola ohne Zucker gekauft hier, zum Mischen mit Wasser ohne Zucker zu sagen, hier, ich hab Cola ohne Zucker, da steht am Kühlschrank, hält sich das in den Hals und sagt, boah, was ist das süß, das ist Sirup zum Vermischen. Ich zeige euch jetzt mal Udos Kopfhörer. Jetzt im Ernst, hier. Was hast du denn? Warum? Dann höre ich alles besser. Ihr seid ja nur am Kranken. Ja, aber du hast dann ein Mikrofon dran, du Dust. Ja, wenn ich mit jemandem rede, kann ich so machen und sag dann alles. Du liegst da im Ostfriesland-Trikot fein, fein Rib an. Ja. Soll ich dir noch ein Glas Sirup holen? Ja, habt ihr noch ein Bett frei, dann schlafe ich hier wohl noch. Soll ich da noch... Nee, das geht ja lang.